Mein Name ist Jörg Haas, ich bin Vizepräsident in unserer IHK hier in Bonn-Rhein-Sieg. Und als Unternehmer bin ich Technologieunternehmer, ich komme aus der Softwarebranche heraus. Wir haben Software entwickelt für Krankenhäuser, für Unternehmen. Daneben habe ich eine Hotel- und Gastronomiegruppe und eine Immobiliengruppe. Und als Unternehmer bin ich leidenschaftlich dafür, unsere Wirtschaft nach vorne zu bringen, unseren Wohlstand zu mehren. Die Corona-Krise wird große Spuren hinterlassen. Gerade im Tourismusbereich, im Einzelhandelsbereich ist es so, dass viele, viele Unternehmen sehr leiden. Es gibt auch Gewinner in der Krise, aber doch viele Branchen leiden in dieser Zeit. Auch nachdem jetzt so langsam wie aus dem Lockdown wieder herauskommen, wieder Lockerungen kommen, ist das Wirtschaftsgeschehen noch lange nicht auf dem Niveau, wie es früher war. Also wir werden viele Unternehmen sehen, die wirtschaftlich extrem zu kämpfen haben. Wir werden viele Insolvenzen wahrscheinlich im Herbst sehen. Das wird schwierig werden. Bei mir im Unternehmen, meine Technologieunternehmen laufen gut. Viele der anderen, der Immobiliengesellschaften sind wenig berührt, aber ganz besonders berührt ist die Invite Group mit meinen Hotels und den Restaurants und den Fitnessstudios. Hier haben wir über Monate oder Wochen hinweg geschlossen gehabt und diese Gesellschaft ist sehr in Mitleidenschaft geraten. Daher weiß ich genau, was in der Branche los ist und erlebe, wie schwer es viele Unternehmen haben. Für die Unternehmen, die jetzt komplett geschlossen wurden, die behördlich nicht mehr arbeiten durften, die Einzelhändler, die in der Tourismusbranche, in Reisebüros, Hotels, Restaurants, Fitnessstudios und so weiter, leiden sehr stark unter einem Liquiditätsengpass. Die Maßnahmen der Regierung über die KfW-Mittel sind nicht so einfach umsetzbar, wie sie von den Politikern versprochen werden. Hier fehlt häufig das Geld zum Überleben und wenn man die Liquidität nicht geht man in Insolvenz und die Insolvenz ist ein großes Thema für viele Unternehmen. In der DEHOGA-Umfrage waren bis zu 50% der Hoteliers, die sagen, sie sind in einer akuten Insolvenzgefahr. Ja, also die Digitalisierung wird mit Sicherheit befruchtet durch die gesamte Situation, durch das viele verteilte Arbeiten von zu Hause aus und die Homeoffice-Diskussion wird die Welt verändern. Die Videokonferenz ist viel, viel stärker geworden als in der Vergangenheit. Wir werden sehen, dass man merkt, dass verteiltes Arbeiten, echtes, wahres verteiltes Arbeiten, die gesamte Wirtschaft beeinflussen wird. Das werden auch positive Effekte im langfristigen Bereich sein, nicht kurzfristig, aber langfristig. Und es wird unsere Kommunikationsart, unser Reiseverhalten beeinflussen. Da glaube ich sehr dran. Auch lernen wir heute nicht, um Ruhe zu haben, ins Homeoffice zu gehen, sondern wenn wir im Homeoffice sind, trotzdem verteilt zu arbeiten. Das ist eine neue Situation, die wir vorher nicht so gekannt haben. Und das wird einen positiven Einfluss langfristig auf die Wirtschaft haben. Ja, die in der Region, eine Region kann ja selbst nichts machen, aber in der Region sind viele Akteure, die was machen können. Wir müssen verstehen, dass wir nicht nur Konsument von Digitalisierung sind, von Virtualisierung, sondern mitgestalten. Mit dem Digital Hub in Bonn fördern wir junge Unternehmen, die kreativ sind, die digitale Geschäftsmodelle aufbauen und die hoffentlich in der Zukunft auch unseren neuen Mittelstand bilden. Wir müssen in der Region, ob das über Universitäten, über die IHK, über die Stadt oder den Landkreis, müssen wir fördern, dass solche Geschäftsmodelle, die digital geprägt sind, die auf Virtualität ausgerichtet sind, dass diese gefördert werden, dass junge Unternehmen die Chance haben, auch zu überleben. Gerade jetzt in der Krise sagt man, dass bis zu 50% der Start-ups keine weitere Finanzierungsrunde bekommen. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Zukunft kaputt gemacht wird, weil wir jetzt eine Corona-Krise haben. Wir müssen dafür sorgen und innerhalb der Region müssen wir dafür sorgen, von privat, von öffentlicher Hand, von Universitäten,
universitäre Seite, dass diese Firmen eine Chance haben und überleben und unsere Zukunft mitgestalten können.